Hey mein Freund, willkommen am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Bevor wir jetzt gleich ins Video durchstarten, indem ich dir erzählen werde, meine drei besten Tipps, um Frauen geil zu machen, um Frauen anzumachen, um sie heiß zu machen, die du in Zukunft benutzen kannst, um bei Dates, auf Instant Dates oder wenn du die Frau zum Beispiel sofort mit nach Hause nimmst oder in der Partnerschaft die Frau so richtig heiß zu machen, dass dann darauf guter Sex folgen kann. Aber bevor wir da jetzt durchstarten, im ersten Link in der Beschreibung kommst du zu meinem Instagram-Account. Klick einfach mal drauf, schau mal vorbei. Auf meinem Instagram-Account teile ich fast täglich, jetzt in Zukunft wieder, wo ich mein neues Handy habe, teile ich fast täglich Dinge aus meinem alltäglichen Leben. Das heißt, du kannst sehen, wie ich lebe und wie ich das angehe, mein Erfolg mit Frauen. Da kannst du dir einiges von abgucken, was dir dann wiederum weiterhilft bei deinem Erfolg mit Frauen. So, jetzt soll es also darum gehen, meine drei besten Tipps, wie du Frauen heiß machen kannst. Und den besten Tipp, das beste Geheimnis möchte ich dir ganz am Ende verraten, weil das, was ich dir ganz am Ende verraten möchte, das schließt so ein bisschen die ersten beiden Geheimnisse mit ein. Und deswegen machen wir das zuletzt, aber es ist der stärkste Tipp, den ich dir mitgeben kann. Deswegen bleib bis zum Ende dran. Wir kommen erstmal zum ersten Tipp. Und die erste Sache, die eine Frau heiß macht, ist ganz klar Körperkontakt. Aber nicht einfach irgendein Körperkontakt, sondern eine sehr spezielle Form des Körperkontakts. Also es macht die Frau jetzt nicht unbedingt heiß, wenn du ihr direkt an die Titten grapscht oder direkt auf den Arsch haust oder sie direkt grab her by the pussy, Donald Trump Style. Das ist nicht das, was ich meine. Das kann auch mal funktionieren, das kann man auch mal machen, aber in den meisten Fällen, ja, also die Frau muss schon vorher ziemlich geil sein, damit sowas ordentlich funktioniert. Und deswegen ist es nicht das, wovon ich hier rede. Wovon ich hier rede, ist etwas anderes. Und zwar geht es darum, dass du Körperkontakt aufbaust, aber stufenweise, wie eine Treppe, ja. Wer meinen Seminarvortrag sich besorgt hat oder wer beim Seminar dabei war, weiß ungefähr, was ich meine. Das Ganze muss wie eine Treppe aufgebaut sein. Also stell dir eine Treppe vor und du würdest hier auch nicht auf der Treppe direkt von unten, vom Erdgeschoss sozusagen, auf die 10. Stufe springen, sondern du würdest ja jede Treppenstufe einzeln nehmen, ja. Und mit jeder Treppenstufe kommst du ein bisschen höher. Und genauso sollst du es bei der Frau machen, ja. Du baust langsam mit der Frau Körperkontakt auf. Du machst langsam ein bisschen mehr körperlich, aber ziehst auch immer wieder ein bisschen zurück. Gerade dieses immer wieder ein bisschen zurückziehen, ist eine der besten Techniken, die du machen kannst, um die Frau so richtig heiß zu machen, weil sie sich dann immer denkt, oh, jetzt küsst er mich gleich, als Beispiel, jetzt küsst er mich gleich, er kommt näher, er küsst mich gleich und dann werden wir Sex haben. Und dann ziehst du wieder zurück und nimmst ihr wieder diese Fantasie weg. Ja, und dann wird sie sich ja denken, oh scheiße, okay, dann wohl doch nicht, hoffentlich küsst er mich überhaupt, vielleicht will er mich ja auch gar nicht küssen. Und dann kommst du wieder näher und ziehst vielleicht wieder zurück. Und dieses Hin und Her, dieses heiß und kalt, ja, das macht die Frau heiß, das kann die Frau sehr verrückt machen, bis zu dem Punkt, das habe ich in einem anderen Video schon erzählt, bis zu dem Punkt, dass die Frau einfach dich küsst, dass die Frau einfach sagt, los, fick mich jetzt, dass die Frau anfängt, dich auszuziehen oder anfängt, sich deinen Schwanz zu nehmen und sich einfach reinzustecken, weil sie unbedingt jetzt Sex mit dir haben will. So kannst du das erreichen, also du kannst die Frau richtig geil machen, indem du ihr etwas fast gibst und es ihr dann wieder vorenthältst, um es ihr wieder fast zu geben und dann wieder vorzuenthalten. Und da spielt halt auch dir eben dieses ganze Treppensteigen mit rein. Also du willst nicht direkt an die Titten grapschen, sondern du willst vielleicht erstmal am Hals und dann kommst du vielleicht hier in die Nähe des Dekolletés, aber dann gehst du wieder am Hals, ja, gehst vielleicht wieder in eine andere Zone und tiest das immer so langsam an. Du kennst vielleicht dieses, die Innenschenkel massieren, aber also du kannst so die Innenschenkel streicheln und auch die Innenschenkel so ein bisschen greifen und immer mal so näher kommen bei ihrer Pussy, aber halt nie wirklich berühren, sondern das erst nach einer Zeit machen. Dann du kannst sie halt immer weiter teasen, kannst immer weiter die Spannung aufbauen, um sie dann irgendwann abzubauen. Und bei diesem Spannungsaufbau, indem du immer wieder vor und zurück gehst, indem du wieder zurückziehst immer wieder, baust du enorm viel Spannung auf, die du dann einfach abbauen kannst. Und so machst du die Frau halt richtig geil und richtig feucht. Eine andere Sache, die du machen kannst, um die Frau so richtig heiß zu machen, das ist gerade dann super, wenn du die Frau schon kennst und ihr euch ein bisschen öfter gesehen habt, ist, dass du sie zum Beispiel per Textgame, also per Texting, Sexting, sie geil machst. Das heißt, du spielst so ein bisschen mit ihrer Fantasie, ja, das ist ähnlich wie das, was wir gerade gesagt haben, du spielst so ein bisschen mit ihrer Fantasie und sagst zum Beispiel, schreibst ihr einfach mitten am Tag irgendwie sowas wie, ach, am liebsten würde ich jetzt mit dir Punkt, Punkt, Punkt machen. Ja, aber du lässt es frei. Ja, bei solchen Sachen, das musst du verstehen, es ist immer wichtig, der Fantasie der Frau erstmal selbst Raum zu geben, ja. Schreib ihr sowas wie, am liebsten würde ich dich jetzt Punkt, Punkt, Punkt oder am liebsten würde ich jetzt Punkt, Punkt, Punkt mit dir machen. Oder du schreibst, hey, wenn wir uns heute Abend sehen, dann werde ich
Punkt, Punkt, Punkt mit dir machen. Und hier geht es wirklich nicht darum, bei diesem Punkt, Punkt, Punkt was einzufügen, sondern darum, der Frau Raum zu geben, sich ihre Dinge zu überlegen. Weil natürlich könntest du ihr schreiben, was du denkst, was sie geil machen würde, aber indem du Raum lässt mit diesen Punkten, kann sie sich halt das, was sie geil macht, da reindenken. Ja, das ist wie wenn ich dir sage, jetzt stell dir mal vor, du wärst so richtig zufrieden. Stell dir mal einen Tag vor, an dem du so richtig glücklich und zufrieden bist. So, jetzt stellst du dir irgendwie diesen Tag vor, aber du stellst ihn dir ja so vor, wie er für dich wäre. Ich könnte dir aber auch sagen, stell dir mal vor, du stehst morgens auf und gehst dann zum Bäcker und holst ein paar Brötchen und dann fährst du in den Freizeitpark und abends grillst du mit deinen Freunden. Das ist doch ein toller Tag, oder? Und du könntest ja denken, okay, ja, das ist ein toller Tag, aber das ist nicht der Tag, den ich mir vorgestellt hätte. Deswegen willst du diese Punkte lassen. Außerdem sorgt das dafür, dass die Frau dann halt immer wieder nachhakt und dich fragt, ja, was machst du denn mit mir? Was würdest du denn mit mir machen? Und dann kannst du halt so langsam, aber sicher Sachen offenbaren. Ja, zum Beispiel sowas wie, ja, dann ziehe ich dich ganz leicht aus und dann Punkt, 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 nicht leicht, sondern dann ziehe ich dich ganz langsam aus, Punkt, Punkt, Punkt. Dann lässt du wieder Raum, lässt die Frau sich wieder Vorstellungen machen, lässt sie wieder weiter nachhaken. Und indem die Frau immer weiter nachhakt und immer wieder nach den nächsten Informationen graben muss sozusagen, investiert sie ja auch sehr viel in die Kommunikation, die gerade läuft. Und wenn du das schon mal gehört hast hier auf meinem Channel, Investition ist gut, denn wenn die Frau in dich investiert, Dinge, in die wir investieren, die wertschätzen wir mehr. Das heißt, wenn sie in dieses sexuelle Zusammensein mit dir investiert, dann schätzt sie natürlich viel mehr wert. Und wenn du das Ganze dann gut aufgebaut hast, also wenn du so ein bisschen gesextet hast mit ihr, bevor ihr euch trefft zum Beispiel, wie gesagt, klappt besonders gut bei einer festen Partnerin oder bei einer Frau, die du jetzt öfter siehst, vielleicht eine Affäre oder sowas. Wenn ihr das dann gut gemacht hast, dann kommt sie halt abends zu dir oder du gehst abends zu ihr und dann ist schon eine enorme Spannung da, weil du hast das schon aufgebaut. Du hast ja gesagt, wenn ich dich heute Abend sehe, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und natürlich ist sie jetzt da, natürlich hat sie sich schon längst ihre Gedanken gemacht, was du wohl mit ihr machst und sie hat sich wahrscheinlich das vorgestellt, was sie in dem Moment geil macht. Zum Beispiel, du drückst sie an die Wand, dann reißt du ihre Klamotten runter und nimmst sie richtig durch oder was auch immer sie sich vorgestellt hat. Dann kommt sie halt zu dir und sie weiß halt nicht, was passiert, sie ist halt gespannt und sie ist so, okay, gleich wird es passieren, gleich wird er es machen. Und selbst dann kannst du noch super entspannt sein und so tun, als hättest du gar nichts gesagt. Also du kannst sie auch ganz normal begrüßen, so hey, cool, dies und das und sie wird sich fragen, hä, was ist jetzt denn los? Um dann irgendwann, wenn du Bock drauf hast, einfach den Schalter umzulegen und anzufangen, super sexuell zu werden. Weil die wird sich die ganze Zeit fragen, so, oh nein, wann geht's denn los? Ja, was wird er denn machen? Jetzt bin ich ja voll gespannt. Also du baust Spannung auf. Ja, das ist sowieso mal das Stichwort. Spannung aufbauen. Sexuelle Spannung aufbauen. Wir haben eben über Körperkontakt geredet bei Tipp Nummer 1. Körperkontakt baut natürlich auch Spannung auf. Das ist ja klar, nämlich sexuelle Spannung. Das hier, wovon ich jetzt rede, baut auch Spannung auf. Mehr so eine Fantasie, gedankliche Spannung. Und jetzt kommen wir gleich zum dritten Punkt, der super, super stark, super mächtig ist und der diese anderen beiden Punkte so ein bisschen in sich zusammenfasst auch und der auch sehr viel mit Spannung zu tun hat. Also bleib gespannt, wir gehen jetzt rüber zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, von dem ich jetzt die ganze Zeit rede, ist Stille. Es gibt fast nichts, mit dem du eine höhere Spannung aufbauen kannst, als mit Stille. Und Stille hat gerade in diesem Mann-Frau-Kontext einen ganz besonderen Zusammenhang. Also, wenn es dann zum Beispiel sexueller wird in eurer Begegnung und du baust mehr Stille ein, also du sagst weniger. Und Stille heißt nicht nur, dass du weniger sagst, sondern auch zum Beispiel, dass du weniger Feedback gibst. Das heißt, du bist dann nicht mehr so, sondern du gibst weniger verbales Feedback. Du bist ruhiger. Atmest tiefer ein, redest nicht mehr so viel, kein verbales Feedback. Und das baut Spannung auf. Und das kann sehr, sehr große Spannung aufbauen. Und das ist gut aus mehreren Gründen. Nämlich zum ersten möchtest du mal, dass die Frau spürt, dass du ein Mann bist, bei dem Spannung entsteht. Und ein Mann bist, der auch Spannung halten kann und sich in der Spannung wohlfühlt. Denn das sind so Dinge, an denen sie sehr schnell erkennen kann, wie selbstsicher du bist. Ja, nur ein Mann, der selbstsicher ist, der mit sich selbst sicher ist, kann einer anderen Person in die Augen schauen und enorme Spannung aufkommen lassen. Gerade einer Frau. Ja, wenn sie bei Männern sich in die Augen gucken, dann ist es oft auch eine aggressive Spannung, davon reden wir hier nicht. Aber tatsächlich kann auch die Spannung, die zwischen einem Mann und einer Frau bei Ruhe und Stille entsteht, unangenehm für die Frau sein. Ja, es kann sein, dass sie sich ein bisschen bedroht fühlt. Und jetzt sind wir an so einer
Also hier sind wir an der Grenze. Nicht im Sinne von, du darfst keine Frauen bedrohen. Natürlich darfst du keine Frauen bedrohen. Aber das ist nicht das, was ich jetzt hier an der Stelle meine. Sondern da ist dieses Bedrohliche und gleichzeitig diese sexuelle Spannung. Und du musst herausfinden, in welchem Maße die beiden sich zueinander verhalten. Wenn es zu bedrohlich wird, dann machst du die sexuelle Spannung kaputt. Es sollte nicht zu bedrohlich sein. Ja, aber diese Bedrohlichkeit, die darf gern so ein bisschen mitspielen. Weil wenn die Frau dich anschaut und sie kriegt kein verbales Feedback mehr von dir und du redest nicht mehr viel, antwortest vielleicht nicht mehr auf die Dinge, die sie sagt, dann wirkt das auf sie natürlich bedrohlich. Ja, du musst immer verstehen, wie bedrohlich und nicht bedrohlich entsteht. Wenn wir jetzt viel miteinander reden und du fragst mich Dinge und ich erzähle dir die Dinge und das kannst du, das macht wirklich Sinn. Also wenn du mich fragst, hey, was machst du denn so? Und ich so, ah, ich habe studiert, dies und das, du hast schon auch studiert und ich wohne da und da und du wohnst ja auch irgendwo, dann haben wir Dinge, die uns verbinden. Und weil wir diese Dinge haben, die uns verbinden und weil du diese Dinge über mich erfahren hast, wie mein Wohnort, mein Beruf, kannst du mich ja einschätzen. Also du kannst dann besser einschätzen, ob ich gefährlich bin oder nicht. Und wenn ich viel rede, dann kannst du mich besser einschätzen, dann haben wir wahrscheinlich Gemeinsamkeiten und dann ist da weniger Bedrohung. Du kannst dich wohl in meiner Umgebung fühlen und das ist gut und das wollen wir in 95% der Zeit mit der Frau machen. Aber wenn es um diesen sexuellen Part geht, dann wollen wir auch ein bisschen Bedrohung reinkommen lassen. Ein bisschen, wie gesagt. Na? Also die Frau schaut dich an. Du schaust zurück, hältst den Augenkontakt, kein verbales Feedback und dann baut sich sexuelle Spannung auf, gerade wenn du das Körperliche, Punkt 1, und das andere, Punkt 2, nämlich das Fantasieaufbauen vorher gemacht hast, wenn du diese beiden Dinge gemacht hast, dann ist Punkt 3 wunderbar, dann klappt das wunderbar, denn die sexuelle Spannung ist ja schon längst da. Und jetzt packst du noch so ein bisschen Bedrohung hinzu und das ist ein enorm effektiver Cocktail für richtig guten, richtig krassen Sex und um die Frau richtig geil zu machen. Weil diese Bedrohung macht die Frau halt deswegen geil, weil es halt etwas sehr Dominantes ist. Ja, also das in dem Moment wirkst du einfach sehr dominant und die Frauen haben oder viele Frauen haben generell eine natürliche Tendenz, sich einem dominanten Mann hingeben zu wollen. Und du wirkst halt sehr dominant durch diesen bedrohlichen Ruheanteil. Und wie gesagt, du willst es nicht so extrem machen. Also bei mir ist es manchmal so, ich chill dann mit den Frauen auf dem Sofa zum Beispiel und dann fragen die mich irgendwas und ich habe einfach gar keinen Bock mehr zu antworten. Ich habe keine Lust mehr zu reden, weil ich habe ich will nicht mal auf der Redenebene arbeiten, ich will jetzt auf einer anderen Ebene arbeiten. Und dann schaue ich sie halt an und dann gebe ich ihr vielleicht manchmal auch gar keine Antwort, weil ich keinen Bock habe, eine Antwort zu geben. In dem Moment gebe ich ihr keine Antwort. Ich schaue sie also einfach an. Atme in meinen Bauch. Immer ganz wichtig, atme nicht in deine Brust, atme in deinen Bauch, mach deinen Körper auf. Und dann gucke ich vielleicht wieder weg und sie kriegt keine Antwort von mir. Und das baut Spannung auf, das baut Druck auf. Das baut Bedrohung auf. Aber wie gesagt, du willst es nicht zu extrem machen. Also du willst nicht gar kein Feedback mehr geben oder nichts mehr sagen für eine ganz lange Zeit. Weil gerade wenn die Frau dich nicht kennt, kann das zu krass sein. Wenn die Frau dich gut kennt, dann ist das was anderes. Also wenn du mit der Frau bereits zusammen bist, dann kannst du da ein bisschen mehr machen. Ist ja klar, wenn die Frau jetzt beim ersten Mal bei dir zu Hause ist zum Beispiel, dann kennt sie dich halt noch nicht so gut und dann musst du mit dieser Bedrohungsseite etwas mehr aufpassen. Also nicht ganz so krass Bedrohung. Ja, weil, wie gesagt, wenn zu viel Bedrohung, dann kippt das und dann fühlt sie sich halt nur noch bedroht und diese sexuelle Spannung ist weg. Und das ist ja schade, denn du hast sie ja vor allem mit den beiden Sachen, die ich dir vorgesagt habe, extrem aufgebaut. Also du hast sie extrem scharf gemacht. Wenn du diese drei Dinge machst, einzeln oder vor allem in Kombination, dann kannst du davon ausgehen, dass du die Frau zu einer sexuellen Granate, zu einer sexuellen Bombe umbaust, die du dann nur noch drücken musst, um wirklich großartigen, richtig krassen und vor allem auch sehr leidenschaftlichen und energievollen Sex zu haben. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du deinen Erfolg mit Frauen auf das nächste Level bringen willst. Und unten rechts in der Ecke geht's zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.